Hallo und herzlich willkommen zu meinem kurzen Webinar oder zu meinem kurzen Video, wie man in NetXP Verein nummerierte Listen erstellt. Das bedeutet also Listen erstellen, bei denen jede Zeile eben aufsteigend nummeriert wird. Das Ganze ist sehr einfach und das schaffen wir also in wenigen Minuten. Wir wechseln zuerst mal in den Menüpunkt Kommunikation auf die Vorlagen, wählen uns dann die Mitgliederliste aus, die wir gerne nummerieren würden, klicken auf Bearbeiten. Daraufhin wird List and Levels, also das heißt der Designer in NetXP Verein geöffnet. In diesem Designer erstellen wir zuallererst eine Summenvariable. Dazu klicken wir auf Projekt und dann auf den Menüpunkt Summenvariablen. In dem darauf erscheinenden Fenster klicken wir rechts oben auf das kleine weiße Blatt mit dem goldenen Stern, um eine neue Summenvariable hinzufügen zu können. Und diese nenne ich jetzt mal, weil es einfacher ist, einfach Zähler. Also, dann nennt sich diese Summenvariable komplett add, das Add-Zeichen add Zähler. Sag OK. Und jetzt klicke ich hier nochmal auf Bearbeiten. Und in dem darauf erscheinenden Fenster belege ich diese Summenvariable mit der Zahl 1. Das bedeutet, also später hat die erste Zeile die Zahl 1. Klicke auf OK und klicke hier nochmal auf OK. So, jetzt sind wir schon fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch diese Nummerierungsspalte hier einfügen. Und dazu mache ich jetzt mal hier in diesen Listenteil mal einen Doppelklick rein. Darauf öffnet sich wieder ein Optionsmenü. Muss jetzt zuallererst mal die Kopfzeile anpassen, also die Nummerierung, dass also eben auch Nummer oben drüber steht. Dazu wähle ich jetzt mal hier die erste Zeile, klicke dann hier auf Neu und mache hier, wie wir es in List and Rails inzwischen gewohnt sind, NR, also Gänsefüßchen, Anführungszeichen, dann meinen Überschriftenteil, also NR in meinem Fall Punkt und wieder mit den Gänsefüßchen wieder schließen die Klammer und damit habe ich also jetzt meine Überschrift schon mal erstellt. Jetzt muss ich eventuell die noch verrutschen ein bisschen, dass die also hier mit diesen Pfeiltasten, dass die also ganz links beginnt. Ja, und jetzt haben wir also unsere Überschriftenzeile. Sehen, also hier haben wir eben die Überschrift schon eingefügt und was wir jetzt also noch brauchen, ist dann die entsprechende Datenzeile. Und dazu klicken wir ebenfalls hier auf dieses Symbol mit diesem der gelben Sonne und jetzt wählen wir eben unsere Variable, also dieses Add-Zähler, die können wir eben direkt so reintippen, sobald sie das Add-Zeichen machen, wird sie nochmal vorgeschlagen und sagen dann eben und geben dann hier auch den Intervall vor, das heißt Add-Zähler und in jeder Zeile erhöht sich dieser Zähler um 1, also plus 1. Und wenn wir das haben, sagen wir okay, okay, und jetzt müssten wir auch hier also diese Reihenfolge wird wieder etwas ändern, also dass eben die unterhalb der Nummer steht. Klicken auf OK und jetzt können wir das Ganze kleiner ziehen und speichern das Ganze. Sobald wir eben jetzt eine Liste erstellen mit diesem Zähler, also ich mache jetzt mal diese Geburtstagsliste, erstelle ich jetzt mal in meinen Mitgliedern, Mitgliederliste. Ich drücke jetzt einfach mal, ich will hier gar nicht stark einschränken. Ich sage jetzt erstmal Mitgliederliste der aktuellen Ansicht, sage dann wieder drucken. Ich will das nicht in der Dokumentenverwaltung speichern. Ich brauche die Bilder nicht. Und jetzt wähle ich die Geburtstagsliste aus und dann auf Vorschau. Also das wissen ja die Leute, die hier dieses Video anschauen, die wissen schon, wie das alles funktioniert. Und dann sehen Sie, habe ich also jede Zeile innerhalb dieser Liste jetzt nummeriert. So einfach ist das Erstellen von Zeilennummern in NetXP Verein mit List and Labels.